Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos Sockt Desert Epoch, der Modifikation für Arma 2. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist die letzte Folge der Sommerserie. Und ja, hier so ganz schniefend, unser Lucifer, der freundliche Herr aus der Hölle, immer noch neben mir im Ural. Als Tanne verkleidet. Hallo, Luzi. Hallo. Ja. Ja. Die letzte Folge. Ja, die letzte Folge von der Sommerserie. Oh, ich fass es nicht. Ja. Traurig. Ich habe einen ganz bestimmten Ort ausgesucht für die Sommerserie. Also das Ending. Das Final auf Sommerserie. Genau. Welchen habe ich denn ausgesucht? Weißt du das? Hm? Balota. Richtig, ich habe Balota ausgesucht. Hier haben wir echt alles. Also einmal hier schön in der Kamera das Ortsschild zu Balota. Und dahinter ist eine extra eine Werbung für Lucifer. Guckt euch mal die Werbung an, das Werbeplakat. Extra für Luzi. Scheiße, wa? Ist dir gar nicht aufgefallen, wa? Nö. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber macht nichts. Es macht nichts. So, jetzt lass uns mal einen schönen Ort suchen. Wir machen hier noch in Balota nochmal ein bisschen Action, um dann sozusagen, ja, noch so in alter Tradition die Sommerserie ausklingen zu lassen. Muss ich ja normalerweise noch einmal sterben, ne? Keine Ahnung. Ich werde das jedenfalls in den Outtakes noch zusammenschneiden. Also ich werde da noch ein Best-of machen. Also das wird mir eine Menge Schneiderarbeit kosten und mir tut dann der Finger weh wegen der Schere. Aber den Spaß gönne ich mir. Und ich will ja auch noch eine Sache zusammenschneiden. Weißt du ja welche, ne? Was ich ja sowieso angedroht habe. Ja, was machst du denn? Was will ich denn zusammenschneiden? Eine Rauch-Action? Ja! Im Ural wird nicht geraucht. Genau das. Ja, eine Sache vermisse ich aber irgendwie so. Ich habe immer noch kein Rezept für den Balota. Habe ich immer noch nicht bekommen. Hat mir bis jetzt keiner zugeschickt. Kommt vielleicht noch. Ja, ja. Wenn einer mir sowas echt noch zuschickt... Rezept zu Balota, das kommt natürlich in den Outtakes dann noch mit drin. Wenn keiner zuschickt, ja, dann könnt ihr gerne danach nochmal zuschicken, dann mache ich noch ein Special mal zu Balota. Hier oben auf den Dingenskirchen ist nichts, also auf den Aussichtsturm. Wie sieht's bei dir aus? Hast du was gefunden? Ja, ein bisschen was. In der Hallen hast du was gefunden. Oh. Ja. Ja. Ich schreit gerade von... Von. Ja, wolltest du sterben, oder wie? Nee, ich hab's gerade auf Kurve und da hat mich angefangen, die Karte zu schlagen. Ja, ja, ich hab ihn gesehen, ne? Passiert. Wie ist nichts passiert? Ist nix. Ui, was ist denn das für ein tieriges Fahrzeug hier? Hui! Ah, nix. Oh, das ist sogar fahrtüchtig. Wie sieht's denn von innen aus? Oh, ganz schön schrottig. Was hat denn das für Armaturen? Hui, Armaturen. Ja, Mann. Hui. Ich will Spaß. Ich geb Gas. Ja, letzte Folge, Wahnsinn. Wie viele Folgen haben wir gedreht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht. Nein. Es waren einige. Oh. Kann ja mal kurz auf den Desktop gucken, da sehe ich das ja. Mal gucken. Ich blute. Du blutest. Das sind 47 Folgen. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird's dieses 58. Da kommt der Zusammenschnitt noch dazu. Ja, und da ist die Sommerserie. Hm? Da wird man ja doch auch ein bisschen wehmütig eigentlich, wa? Ja. Und weißt du noch, wie eigentlich alles angefangen hatte? Überhaupt mit DZ aufnehmen und warum überhaupt? Nö. Kannst du gar nicht mehr erinnern? Nö. Also pass auf, das war ja so gewesen, es gab einen ganz tollen Spieler. Ach, wegen mir, ja. Und schon. Dieser ganz tolle Spieler ja, scheiße. Hatte so ein Problem in DayZ. Ja, und jetzt hat er Camps mehr, jetzt hat er eher andere Probleme. Hat er andere DayZ Probleme? Betrifft. Oh, der hat wieder neue Probleme.
Ja. Können wir diese lösen in der Ja. nächsten Staffel? Ja. Da werden mir viele Probleme lösen. Boah, und wir werden auch neue Probleme erleben, würde ich sagen, wa? Das sowieso Das. mit den Patches, sage ich Oha. mal, können wir uns auf noch mehr Probleme einstellen. Oh ja. Das wird sowieso nochmal lustig, denke ich mal. Die wohl sehr lustig werden. Ah. Ich bin Da übrigens hier gerade könnten. dabei, ein paar Zombies zu erledigen. Ja, ich sehe das. Du siehst das. Das Interessante ist ja, was die Zuschauer noch nicht wissen, wir haben ja so ein bisschen schon was vorbereitet, wa? Was haben wir denn vorbereitet? Ich weiß jetzt von nichts. Wieso nichts? Naja, das, was wir jetzt eigentlich noch nicht verraten, wa? Ja, Ja, ich weiß ja sowieso jetzt im Moment nichts, du also. willst sowieso im Moment nichts. Naja. So ist der Luzifer, der weiß so manches nichts. Aber was der Luzi nicht weiß, macht den Zuschauer nicht heiß. Ja? Das sowieso nicht. Also sowieso nicht. Ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen? Jetzt so am Ende der Staffel. Ja, es werden viele neue Sachen kommen in den nächsten Staffeln. Oh, du drohst die Leute. Das ist nicht gut, das sollte man nicht machen. Du musst eher sowas sagen wie zum Beispiel, ja, wir hatten in der Staffel sehr viel Spaß und Freude gehabt. Das war immer eine tolle Sache, die Videos aufzunehmen. Und das Schlimme ist, das ist ja noch nicht mal gelogen. Das hat ja auch Spaß gemacht, wa? Ja, Und natürlich. wir hatten echt einige lustige Momente, wo wir uns einen Keks gelacht haben. Ja, die haben wir immer. Ja, mal immer. Ja. Irgendwie komischerweise. Und ich habe ja auch einige Sachen nicht geschafft. Bis zu Staffelende. Ha? Zum Beispiel, du spielst immer noch kein Terraria und du spielst auch noch kein Minecraft. Habe ich nicht hinbekommen. Nee, das wirst du auch leider nicht Das werde ich hinbekommen. leider nicht hinbekommen. Wieso leider? Willst du dorthin spielen? Oder? Nee. Ich klang gerade so ein Für bisschen. dich leider. Ach so, für mich leider, ja. Das leider war für dich be bestimmt, nicht Oh. für mich. Ich habe noch meine Ziege gefunden. Ja, Glückwunsch zur Ziege. Ja, eine schwarze Ziege übrigens, eine böse Ziege. GZ dazu. So, die Ziege hat zerrissen. Genau, das Tier können wir ausweiden. Machen wir mal. Ja, ich sag mal so, ich will den Leuten kein Honig ums Maul schmieren, ich sag denen einfach, was Sache ist. Genau, dann sag mal eine Und Sache. die werden ein paar Neuerungen in der nächsten Staffel, sage ich mal, erleben, Oh ja. wo mir dann vorstellen tun und ja, da sehen, was hier weitere Sachen passieren und so weiter und so fort. Genau, also es wird definitiv einiges Neues geben. Unser super, hyper, absolut IT-ausgebildeter Admin namens Lucifer. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hab doch gar nichts gesagt. Amüsierst du wieder die Leute? Was Stimmt denn? alles gar nicht? Stimmt alle gar nicht. Wieso? Nein. Wer hat denn dann die ganze Arbeit hier gemacht, wenn nicht du? Ne? Du? Also, ich bin doch kein Super-Admin. Gehört mir der Server oder dir oder wie? Ja, mir gehört der Server vielleicht, Ja. aber du hast bis jetzt alle Sachen gemacht. Ah. Ach du Schande. Na gut, dann war ich fleißig. Oh, ich war fleißig. Wer glaubt denn sowas? Der doof Arbeit erzählt, dass ich fleißig war. Der glaubt mir sowieso keiner. Oha. Das ist das erste Mal, dass das jemand mal von mir behauptet, ha? Jetzt mach mal nicht einer hin, ne? Du, dich schon erzählt, was unabuttern. Ich darf das. Nee, du Doch, doch, darfst doch, das doch. nicht. Ich darf mich selber unterbuttern. Das ist mein Jutete und links. Nee, rechts. Nur weil du aus Ostdeutschland kommst, brauchst du dich nicht Aus unabuttern. Ostdeutschland. Ey, ich bin Wessi. Ja, von der Aussprache her nicht. Nicht von der Aussprache. Nein. Oha, das gibt bestimmt böse Kommis, wenn du dich übers Berlinern so auslässt. Ja?
Ich hab keinen beleidigt. Mir Pelzer sind auch nicht besser. Wir Pelzer sind auch nicht mit unserer besser. Aussprache. Gut, dann gewinn mal von den Airport ein bisschen Abstand. So schön auf die grüne Wiese, wo wir keine Zombies haben. Ja. Wollt ja noch eine schöne Endaufnahme machen, ne? Wo man dann sagen kann, yeah. Oh, jetzt reisen wir der Sonne entgegen. Guckt euch das mal an. Fahr mal zur Sonne hin. Nicht entgegengesetzt, zur Sonne, genau, da wo die Sonne ist. Der gute Herr hat Probleme mit der Navigation. Jetzt haut's hin. Genau. Ja, da reiten sie sozusagen auf deren Uralross der Sonne entgegen. Ja. So sieht's aus. Der Sonne entgegen, den Süden hinterher. Nee, wie war das auf in den Süden der Sonne hinterher? Heo, was geht? Genau. War mal so ein deutscher Rap, der späten 90er Jahre oder so, wa? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, so viel zum Thema Ostdeutsch. Ja. ja. Der Luzi und der Ich, genau, wünschen euch allen einige schöne letzte Sommertage. Genießt es, falls die Sonne hin und wieder scheint. Und es kommt bestimmt auch wieder, willst du die Bäume knutschen? Nein. Ja, und es kommen bestimmt auch ein paar schöne Herbsttage. Genießt auch diese. Schaltet ruhig in alter Tradition auch den Computer mal wieder aus. Ja, und jetzt im Anschluss wird es einige Zusammenschnitte gehen. Ein bisschen mit Musikimpressionen, schätze ich mal. Keine Ahnung, vielleicht mache ich mit meiner Schnute ein bisschen Dubstep oder so. Der Luzi fährt voll immer voll drauf ab. Der ist immer neidisch, dass ich das so gut kann. Jetzt lacht er zwar so, aber das hat er mir wirklich gesagt. Das findet er toll, keine Ahnung warum. Meine bessere Hälfte kriegt dabei immer Kotzen. Ja, ist halt was so. Jo, hast du noch ein paar letzte Worte? Bleibt artig. Oh, bleibt artig. Und das ausgerechnet von dir. Ich bin schockiert, Luzi. Ja. So, dann halt mal hier am Wasser an, da. Hier so einfach die Wiese da. Genau. Wo? Ja, hier einfach anhalten. Direkt hier. Anhalten. So, raus. So, Motor aus. Aussteigen. Genau. Schubidu. Einfach mal hier hinstellen. Einmal die R-Taste drücken. Hui. Und ein Zombie kommt. ich habe doch einen Zombie gehört. Ja, ich habe einen Zombie gehört. So viel zum Thema Endcut und das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haut der mich. Gut, geh mein Uraren, hat nicht gegeben. Es ist schon lustig, wa? Das nennt man dann professionelles Gaming. Nö, wir bleiben einfach so stehen. Also, liebe Leute, hier aus den Ural. Machen wir noch ein bisschen Nahaufnahme. Geht das so? Nö, so geht das nicht. Warte mal. Ja. Alles sehr vorbereitet hier. Wie immer. Die ganze Zeit, die ganze Session war vorbereitet ohne Ende. muss es so reichen mit deinem, mit dem Ferndingsbums. Na, ihr wisst schon. Ja. Ja, liebe Leute. Also, bis deine. Schönen Sommerende und wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Cheerio. Tschö. Ja, warum das Ganze? Ja, ich kenne einen ganz tollen Spieler. Und dieser ganz tolle Spieler hat ein ganz großes Problem. Das Problem besteht nämlich darin, zu sterben. Und das ziemlich häufig. Und steh auf! Unmächtig und killed. Schade. You have perished. Alter. Aua. Ich hab die Knochen gebrochen. Ich brauch Hilfe. Komm her, schnell. Ich hab die Knochen gebrochen. Ja, Moment. Oh Gott. Scheiße, Dreck. Ja, ich hab nichts zum Kämpfen. Ah, also die Blitzmethode ist scheiße dann. Ah, wieso habe ich jetzt die Knochen gebrochen? Das ist der Zombie. Ja. Jetzt bin ich ohnmächtig. Und ja. Das war's wohl. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo. Oh. Du bist tot. Noch nicht ganz, aber gleich.
Das Problem ist, ich muss jetzt erstmal den dahin. Oh, nein. Wo bist du Ich fall, überhaupt? ja, ich bin ganz hinten in der Stadt, ganz hinten. So ein kleines Privatgebäude und ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Das kann nicht wahr sein. Ja, das war's. Ja! So kann's gehen, wa? Das ist schon unglaublich. Ich bin auf dem Boden? Wieso bin ich auf dem Boden? Overburdened. Ja, ich bin in Ohnmacht gekippt. Ja, ich stehe noch mal. Oha, oha, oha. Bitte, 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 lass mich jetzt das noch packen. Nicht im Wald oder irgendwo auf dem freien Feld. Bitte nicht. Ich will nicht noch mal. Nein, 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 nein. Nein. Scheiß auf Zombies. Entschuldigung. Bitte, bitte. Ich sehe die Lagerhalle. Ich sehe die Scheiße. Entschuldigung, ich sehe die Lagerhalle. Ich sehe die Lagerhalle. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Bin ich drin? Bin ich drin? Gleich drin? Ja, ich bin drin. Ich bin Oh, drin. er ist Ich bin drinne. drin. So, jetzt ein bisschen weiter rein. So, gucke, trinke. Jetzt, jo. Sorbet muss ich jetzt in Kauf nehmen. Egal. So. Ja, du kannst auch gut sterben, finde ich. Das ist total Ja. Skill, Also, wenn Stone Button gewidmet. also. Ja, du brauchst gar keinen Suizid-Button-Weg auf den Hakuna Was man kann, kann man, ne? Matata-Server. Du Wie schaffst das so. eben schon gesagt. Jetzt bin ich gespannt, ob du jetzt in dieser Aufnahmesession sogar nochmal ein drittes Mal stirbst. Also, Mal. Das wäre der Hammer. Mal, So. mal nicht, mal, mal nicht den Luzifer an die Wand, Braucht gar nicht, Mann, der sitzt ja schon neben dir. ne? Übrigens, ich komme jetzt gleich an der Tankstelle vorbei. Du weißt schon welche. Ach, die besagte Tankstelle. Ja. Die Genau. legendäre Ja, Tankstelle das ist eigentlich. die Tankstelle, die täglich grüßt das Murmeltier. Tankstelle. Nee, Doch. täglich grüßt die Ja, die Tagesquest-Tankstelle. Tankstelle, oh Money. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft habe ich dich da abgeholt? Wie oft waren das? Ich glaube, Minimum 50 Mal oder Aber könnt sowas. ihr hinhauen, ne? Und du warst irgendwo am Ende von der Karte und hast dich trotzdem hierher gequält. Ja, mit Kompass, mit Karte, zu Fuß, weil das war ja Standalone. Richtig. Naja, Hat irgendwie trotzdem Laune gemacht, muss ich mal sagen. Da hängt die wieder mit Futter und Getränke versorgt und dann zum nächsten Baugerüst gedackelt, dann erstmal eine Axt und vielleicht eine Schoti oder so. Naja. Du wirst jetzt kaum glauben, ne? Ich werde kaum glauben. Ja, Das ich stimmt, sehe du hast recht, hier. ich bin nicht evangelisch. Muss doch irgendwas gehen. Ja. Guck mal dort, guck mal Ja, dort. du kommst vorwärts, aber du kommst nicht in die Höhe. Du musst in die Höhe. Das ist. Ja. Und da ist ein Baum. Ja. Ja, Ah, ich da. flieg! Ich Ja, flieg! ja. Ich flieg! Ja, du fliegst. Ja, So, ich flieg! jetzt fliegt die andere Richtung. Du musst die Straße entlang. Und dann siehst du zur rechten Seite sozusagen den. Oh, Stall, Stall, Warning, Stall, Stall, Warning. Berg, Berg, Berg. Ich stürz ab. Ich bin tot. Oh, ich höre so ein Piepsen bei dir. Ist das normal? Ja, ich bin tot. Jetzt wisst ihr, warum ich nie mit dir fliegen werde. Beweisführung abgeschlossen. Dass der sich so dreht, ist aber nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Nein. Au, scheiße. Ach, du Kacke.
Ecke. Da war der Rotor wohl kaputt. Oh, meine Güte. Ja. Oh, so kann's passieren. Gut. War ein Testwert. Empfange Daten. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Da Was war der, hast du gemacht? Du da war der Rotor war zu weit im Arsch. Der hat immer weiter rotiert. Und ich kann den nicht mehr gerade gerichtet bekommen. Ah, nee, oder? Du hast dich wohl jetzt nicht vom Rotor Köpfe los. Oh, nee. Du bist ja mal voll der Puppe. Ja, hol mal die PWD aus meiner Leiche raus. Danke. Oh, herrlich, 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 herrlich. Oh, was ganz Wertvolles. Toilettenpapier. Nehmen wir mit. Es ist wichtig, dass man sich in der Apokalypse einen sauberen Hintern machen kann. Man weiß nie, wofür man den braucht, Leute. Ah, nicht, dass man die Kolbe Nocken kriegt. So, übrigens, hier ist wieder ein sehr, sehr wichtiger Loot. Haha. Luzi, hast du Ahnung, was ich gefunden habe? Schrotflinte? Nee, wichtiger. Essen? Trinken? Nee, wichtiger. Medizin? Noch Bandage? Wichtiger. Noch wichtiger? Keine Ahnung. Toilettenpapier. Oh nein! Oh nein! Oh doch. Nee. Doch. Zwei Rollen. Ich bring dir eine mit. Nein, doch. Ich will das nicht. Das kannst du für dich selbst behalten. Ich brauche kein Toilettenpapier bei DZ. Wo sind wir denn hier? In DZ? In Russland? Ja, schon klar. In Russland und in DZ schon klar. Aber ich brauche doch dafür kein Toilettenpapier. Ah, doch, doch. Ich guck mal übrigens mal nach. Ich bin mal neugierig, was da steht noch. Toilettenpapier. A roll of Toilettenpapier. Nee, da steht nichts von Doppellage. Schade. Noch extra Wünsche. Ja, natürlich. Mit kennst du dieses komische Toilettenpapier? Es gibt so Toilettenpapier mit Bärchenaufdruck. Kennst du das denn? Ich sag mal so, ich tue ja auch Toilettenpapier kaufen, aber was soll ich mit Toilettenpapier, wo Bärchen drauf sind? Was meinst du, wird dieses Produkt eher bevorzugt von Frauen oder von Männern gekauft? Das kann ich dir nicht beantworten. Klo? Klo! Leute, ich hab ein Klo gefunden. Eigentlich kein Toilettenpapier dabei. Ich wusste, das kann durchaus wichtig sein. Hey, hey, hey. Mach mal mein Toilettenpapier. Toilette zu. Sonst beschweren sich die Leute, das ist die ganze Zeit die Toilettentür offen, das schmüffelt hier schon. Ein Schaf. Ja, oh niedlich. So, jetzt haben wir was für die jüngeren Spieler gemacht. Wir haben hier was Niedliches gezeigt. Gut. Was ist denn das da? Ein Huhn! Jo, ein Hühnchen, ein Hühnchen! Huhn des Todes? Oh, ich habe gerade eine schwarze Ziege gesehen. Lass die schwarze Ziege zufrieden. Ah, schwarze Ziege sind böse. Ja. Hättest du Goat Simulator gespielt, wüsstest du das? Nein. Doch, dann wüsstest du das. Ja, dann wüsste ich es, aber ich möchte nicht Goat Simulator spielen. Oh Mann. Wenn ich deinen Geburtstag rausfinde. Ah, ich sehe was. Stopp. Du siehst was? Ja, ich sehe dich. Du siehst ja, mich? Ja, ja. Ich sehe einen Ural in 90 Metern. In 90 Metern? Ja, ich sehe einen Ural. Ah, ich sehe da was laufen. Ich komme dir mal so ein bisschen entgegen. Ich überfahre dich mal. Nee, du sollst mich nicht überfahren. Du sollst der richtige Kurs nach oben. Ja, komm, erst mal rin. Kommen Sie rin. Können Sie rauskicken? So, jetzt sind wir. Ja, herzlich willkommen an Bord des Ural-Taxis.
Da vorne, ja, Goat Simulator 2014. Ziegliger Wahnsinn. Ja, kommt immer gut. Ja, ich bin schon fast überlegen, ob ich für euch mal ein Goat Simulator Video mache. Würde sich auf alle Fälle lohnen und macht eine Menge her. Ja? Schaut mal, wie gierig die Ziege schon aussieht. Ja? Was die für ein Grinsen hat. Ja? Ui, 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 ui. Das ist der Grassimulator 2014. Hier hören Sie das Gras wachsen und das Gras ist so saftig grün, dass selbst Wimbledon neidisch wird. Ja. Ja, wir sind hier bei Strandsimulator 2014. Hier sehen wir einen schönen Strand, ein tolles Schlauchboot. Das müssen wir mal gleich gucken, ob wir da rumfahren können. Und irgendwelche Schönheiten aufjabeln. Antibiotika, mein lieber Mann. Antibiotika? Mhm. Will ich nicht. Willst du nicht? Nein. Oh, da ein Messer und Munition? Nee. Da ist der Herr sich fein genug. Der will keine Antibiotika. Nee. Braucht doch kein Mensch. Braucht kein Mensch, sagst du? Doch. Wie nun? Doch, braucht schon die, wo halt, sag ich mal, Dingensbummens halt krank sind, schwer krank sind. Aber da können sie auch Pangasius essen, haben sie dasselbe Effekt. Oh, das sind allerdings. Oder Schweinefleisch, da ist ja auch Antibiotika ohne Ende drin. Ne? Ja, beim Pangasius noch mehr. Noch mehr? Ja, noch mehr. Oh. Also mit anderen Worten, eigentlich müsste man Pangasius auf Rezept verkaufen. Ja, normalerweise schon. Normalerweise schon. Ja. Sollte man nicht zu laut sagen, weil falls ein Apotheker das mitbekommt, der hat dann ab nächste Woche dann Pangasius im Angebot, wa? Ja. Könnte passieren, wa? Ja, was... Wäre sonst eine ziemlich peinliche Angelegenheit, so von Preisen her und so, wa? Da kommt ein verrückter Prof an. Schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. So. Das andere Gebäude da hinten müsste nämlich behebbar sein. Da schauen wir mal rüber. So, der Prof bleibt da drüben, das ist schön. Das ist übrigens ein Zahnarzt, ja, der da hinten. Schaut mal, das ist definitiv ein Zahnarzt. So wie der schon aussieht. Oh Mann. Gucken wir mal an. Ja, 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 Zahnarzt, eindeutig. So typisch, der hat gerade einen Zahn gezogen, deshalb hat er so ein bisschen Blut da an den Kittel dran. Ne? Ja, das sieht man. Den Zahn hat er da irgendwo in eine Tasche gepackt. Den bringt er jetzt zu einer Laboruntersuchung. Und dabei hat der Junge ein bisschen Zeit, deshalb läuft er ein bisschen langsamer. Aber ich hätte einen Regenschirm mitgenommen an seiner Stelle, weil das ist ja hier sehr am Regnen. Aber das ist ja nun mal seine Sache. Da muss der Junge durch. Dann kommt wieder der Zahnarzt, der muss einen, ja, der muss einen Krankenschein abgeben. Wegen der Abrechnung ist auch immer so eine Sache, ist ziemlich lästig und macht eine Menge Arbeit. Siehst ja. Du, wie viel Zombies? Ja, wow. Ich würde mal sagen, die haben mal gut angelockt, wa? Also, das ganze Arztpersonal aus dem Krankenhaus ist jetzt so, ne? Richtig, ne? Richtig, richtig. Ich hab's so. Die ist tot! Ich hab's erwischt, du nicht. Gegen den Ural hat so eine Familienkutsche keine Chance! Glaubst du? Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Ja. Mach mir mal einen Song oder irgendwas. Irgendwie was Akustisches, so. Sing mal was oder so. Weil ich mach jetzt sozusagen virtuell das Autoradio an. Ich möchte aber nicht die Leute vergraulen. Ah, du willst die Leute nicht vergraulen? Ja. Mensch. Nee, das wäre nicht so gut. Ja, vielleicht wäre das ja richtig gut gekommen und Dieter Bohlen hätte ich angesprochen, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal eine Million. Dieter Bohlen, der soll mich mal am besten gar nicht aussprechen. Das heißt, so eine geile Hippie-Karre und dann ohne Musik, na, das ist ja mal ein Dreck. Und krieg ich die Kuh? Ja,
ich hab die Kuh in die Luft gejagt. Also das musst du da ja mal auf dem Video angucken. Das sieht voll geil aus. Ich hab mal gerade so voll abgezielt. Und die Kuh ist mindestens 20 Meter hoch geflogen. Wow. Das musst du auch erstmal bringen. Weißt du was, ich hole einen dekorierten Lader. Der ist dekoriert, der ist bunt. Der ist hübsch. Solange du nur nach Traderstadt Glen kommst, ist mir alles egal, mit was du fährst. Der ist wirklich bunt. Der ist richtig bunt, scheiße. Kicken wir mal. Die Seite. Der ist wirklich bunt, also. Huhuhuhu. Ich hab sogar was zu trinken und zum Essen mitgenommen, das ist schön. Unlock. Aha. Also, Driver Seat haben wir. Okay, der ist komplett voll. Und der ist richtig bunt. Das ist jetzt eine Hippie-Karre. Ja, wunderbar. Dann komm mal hoch. Das Doofe ist, hier sind so viele Fahrzeuge. Jetzt muss ich erstmal hier vorsichtig rauskommen. So, ein, zwei Lackschäden habe ich. Ja, das ist egal. Ich bin auf dem Weg. Fährt. So, ich bin mobil unterwegs. Da würde ich mal sagen, egal, fahren wir mal über den... Geil! Ich bin gerade über den Zombie rübergefahren. Wir machen mal jetzt sozusagen ganz DZ unsicher. Oh, wir können hier Querfeld ein, sehe ich gerade. Weil wir haben ein Ural. Aha. Ja. Da können wir schon was reißen. Ja, ja, so ein bisschen. Übrigens, hier bei mir im Auto wird nicht geraucht. Mach die Zigarette aus. Entschuldigung. Ja, ja. Weißt du, ich bin nicht Raucher. Weißt du so, wa? Außerdem, die Lederpolster hier im Ural, die sind teuer, ja? Oh. Ja, 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 ja. Dort nehme ich immer ganz übel sowas. Obwohl, mein Bruder... Der hat ja mal gesagt, wenn der Aschenbecher voll ist, muss man ein neues Fahrzeug holen. Da kannst du aber lang warten, bis mein Aschenbecher voll ist. Das heißt also, wenn hier im Ural der Aschenbecher voll ist, ja, dann möchte ich von dir einen Panzer. Kein Problem. Hallo Leute. Ja, hallo Leute, genau. Ja, wir sehen hier... was habe ich dir über das Rauchen im Fahrzeug erzählt? Ich hab doch wieder ein Feuerzeug gehört. Naja, geh mal raus. Genau. Geil. Übrigens, im Auto wird nicht geraucht. Ja. Ja, ich hab das wieder... Ich hab das Fenster runtergekurbelt. Du hast das Fenster runtergekurbelt. Ich kann's dir ja nicht gemacht haben, weil ich hab die Kurbel rausmontiert. Ja, wegen der Zombies. Es gibt auch andere, sag ich mal, Methode, wie man das machen kann. Du hast deine Kurbel dabei, ich weiß. Entweder Kurbel dabei oder du nimmst eine Zange. Er hat gesagt, die Kurbel dabei. Da vorne müsste ein Fahrrad sein. Willst du das mitnehmen? Sicher? Ey, du rauchst ja schon wieder eine. Hör auf, jetzt rauchen im Ural. Ich fass es nicht. Mensch. Hab doch ein Feuerzeug gehört, ne? Ja, Entschuldigung. Ich bin halt Raucher, ich kann auch nicht. Das ist die zweite Zigarette innerhalb jetzt von 6 Minuten. Nee, immer noch dieselbe. Ist die ausgegangen oder was? Ja, die geht bei mir immer aus, weil ich drin tue. Wir sind hier in Elektro City angekommen, Elektro Dingenskirchen. Und das erkennt man übrigens, finde ich immer sehr schön eindrucksvoll, da oben. Ja. Was machst du denn da hinter mir? Du musst schon mal. Kannst du mir sagen, dass du auch anhältst? Ja, du weißt, derjenige, der auffährt, der hat Schuld. Hä? Also wirklich. So, was wollte ich sagen? Du rauchst übrigens wieder im Auto. Also dein eigenes, egal. Also. Übrigens. Ne? Genau. Oh, hier ist ein Schild für Lucifer. Rauchen verboten. Du Scheiße. So, mal, ob ich hier noch eine Getränkedose im Fahrzeug. Ich hab ein bisschen. Was habe ich hier über das Rauchen im Fahrzeug erzählt?
Du hast jetzt gar nicht mal das Feuerzeug gehört. Ich hab's gehört, sonst würde ich das ja nicht erwähnen. Du hast das Feuerzeug gehört. Ich hab das Feuerzeug gehört. Ich hab extra das Feuerzeug weggehalten. Dann kannst du wieder. Extra nicht ans Mikro gekommen. Aber weißt du, was ich irgendwann mal machen werde? Was denn? Ich glaube, die Mühe mache ich mir. Ich werde mal das ganze Videomaterial am Ende der Sommerserie sichten. Ja. Und jedes einzige Mal, wenn du mein Feuerzeug anmachst, mache ich immer so einen 10-Sekunden-Clip draus. Ich glaube mal, ich bin mal gespannt, wie viele Minuten dann zu beisammenkommen. Ja, du kann ich nichts dazu. Ich bin halt Raucher und wenn ich halt zocke, dann muss ich rauchen. Da musst du rauchen. Ja, das geht halt nicht anders. Das geht gar nicht anders. Hier im Auto wird nicht geraucht. Es war so wie gestern. Ich hab's das Feuerzeug weit weg angemacht. Du hast halt ein sehr empfindliches Mikro, hä? Man ja, hört dich halt auch immer atmen und stöhnen, räuspern, husten und man hört dein Feuerzeug. Genau. Ich hab halt ein qualitatives Headset. Ein qualitatives Headset. Das, wo ich jetzt schon, sag ich mal, das 8. Jahr anbreche, tut, aber... Es funktioniert immer noch. Es funktioniert immer noch. Na, siehst du. Ja. Das ist auch mal schön. Kriegt man mal was für sein Geld. Ich kann ja auch nur Schleichwerbung machen. Nee, machen wir keine Schleichwerbung. Wir machen keine Schleichwerbung. Nee, wir machen keine Schleichwerbung. Wir sagen nicht, dass das die Firma Kubrovska ist aus Russland, die Qualitätskopfhörer auch für die Soyuz-Kapseln hergestellt hat. Das sagen wir jetzt nicht. Nee, das sagen wir nicht. Schöne Landschaft im Übrigen. Schöne Landschaft, gut. Eine gute Überleitung. Oh, übrigens, schaut mal, die Meldung ist auch neu. Nur echt mit Balota. Ja. Wir machen Werbung hier für Balota. Ja. Den Cocktail für Desets. Gamer? Balota-Cocktail. Ja, nur echt mit Balota. Den kennt ihr ja auch von den Ladebildern bei YouTube. Ja, weißt du übrigens, wo wir jetzt hinfahren? Nach Balota? Richtig, genau. Ach ja, habe ich ja schon gesagt. Oh Mann. Ich habe ja schon gesagt, dass wir nach Balota fahren. Nur echt mit Balota. Ah, Balota. Hallo, schönes Elektroschild. Warum hast du jetzt das Elektroschild umgefahren? Weil ich mal gucken wollte, ob das funktioniert. So, diese Stadt heißt jetzt nicht mehr Elektro-Dingenskirchen, die heißt Balota. Nee, die heißt nicht Balota, hier ist doch nicht der Airport, ey. Nee, die heißt jetzt Berlin. So einfach ist das. Die heißt jetzt Berlin. So, herzlich willkommen in Berlin, der Stadt an der Spree, wo kein Airport ist. Einmal eine unbeschriftete Dose und eine mit Sardinen. Die unbeschriftete Dose ist immer so eine Sache. Sollte man mit Vorsicht genießen, man weiß nie, was drin ist. Kann ja auch eine Dose aus Japan sein, somit. Stringtanger drin. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Stringtanger gegessen habt. Das ist eine ziemlich unangenehme Geschichte. Die Dose des Mysteriums. Und was macht diese Dose des Mysteriums? Sie schwebt in der Luft. Okay. Hier war Uri Geller am Werk. Oder die Aliens. Tüdelü. Die haben ja noch kein Kabelfernsehen, wie man übrigens sieht. Die haben noch... alte russische Antennen. Nix Kabelfernsehen. Die haben Glück, die haben kein RTL. Ich könnte mir noch was zu essen bestellen eigentlich. Was zu essen bestellen? Ja. Joa, da du Gamer bist, dann würde ich das Klischee erfüllen. Pizza. Richtig. Hallo bei RTL, falls ihr zuschaut. Der Lucifer erfüllt eure Klischees. Er ist nicht verheiratet, isst Pizza und ist am PC am Zocken. Genau. Futterst du gerade was? Was? Futterst du gerade was?
Nein, ich futtere nichts. Ach so, ich dachte, weil du gerade so wortkarg warst. Ja, ich mache was ganz Verwerfliches. Oh, er macht ein Schweigegelübde. Nein. Ich putze mit einer Frau. Oh, also, das darf man aber ja nicht senden, dass du mit einer Frau WhatsApp, weil dann wird ja dieses Gerücht, dass Gamer dinken, sich nicht waschen, nur vom Pizza ernähren und keine sozialen Kontakte pflegen. Also, das geht ja gar nicht. Ja? Kannst doch nicht deinen Lieblingssender so Strafe lügen, hä? Nee, nee. Besuch ist noch da? Ja. Oh, weiblicher Besuch? Ja. Oh, armes RTL, ihr habt so gefailt. Seht ihr, Gamer können weiblichen Besuch haben? Ja, können. Aber ich find's schon ganz schön riskant, dass du mit weiblichen Besuch noch am Zocken bist. Das musst du mal RTL erklären. So, schauen wir mal in den Schuppen. Oh, da ist tatsächlich was. Da ist was, da ist was. Was ist noch? Ein Makarov-Magazin. Und eine Makarov. Leute, ich bin bewaffnet. Oh, eine Makarov. Ja, irgendwie mittlerweile meine Lieblingspistole geworden. Ja. Auch schon in der Testaufnahme. Mir ist richtig aufgefallen, als ich mal selber die Testaufnahme angeguckt habe, wie saftig ich das Wort in Makarov-Magazin und dann das Wort Makarov ausspreche. Das ist mir dann erst eigentlich wirklich so bewusst geworden. G36A Camouflage. Also wenn du das so aussprichst, würde ich schon fast sagen, du hast da schon fast Sex. Das klingt schon fast nach Sex. Das ist nicht lustig. Ich hab eine Militärtaschenschlampe. Okay. Ja. Da hat der Junge jetzt Sex mit einer Waffe. Ja. So kann das passieren. DMR-Magazin, nehmen wir mal mit. Ich sag da ehrlich eins, besser Sex mit einer Waffe als mit einer Frau. Kann ich so jetzt nicht sagen, unbedingt. Also da wäre mir die Frau lieber als die Waffe. Ja, da ist glaube ich nochmal mein Englisch noch besser als Französisch. Das reicht, wenn eine schöne Frau Französisch kann. Guck mal, was da um die Ecke kommt. Guck mal, was da vorne um die Ecke kommt. Ja, ich sehe das. Guck mal, wir haben jetzt schon 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Was ich eher bemerkenswert finde, dass es 3 Ärzte sind. Ja, ja. Weißt du, wie man das nennt? Visite. Ja. Jetzt müsste man hier so ein Haus bauen, mal her. Das so aussieht. Ist das nicht herrlich? Ja, warte. Ist das nicht ein herrliches Bild? Ah, ja. Oh ja, guck mal, oh ja. Ah, das ist schon herrlich. Guck mal. Alleine dafür hat sich die Investition sozusagen in Arma 2 investiert, wa? Oder? Ja? Alleine das hat sich gelohnt. Okay, so, jetzt haben wir noch 2 trübe Tassen. Naja, so trüb sind die aber nicht, die sind ganz gut. So ein herrlicher Sound. So ein herrlicher Sound. Der dir fällt ja, hä? Das ist... Warum extrahierst du den Sound nicht und machst dir das als Klingelton? Entweder das oder... Oder? Als Dauerschuss. Hast du hier das Eckgebäude angeguckt? Gute Nacht. Ja, okay. Du warst schon drin. Warst du schon drin, okay. Gut. Ja, Klingelton fürs Handy, hä? Beziehungsweise man sagt ja nur noch Smartphone. Smartphone hier, Smartphone da. Oder... Man sind nur noch als smart. Als Schlaflied machen. Als Schlaflied. Dauerschleife. Der glaub mir nicht. Das, als Schlaflied wirkt das nicht. Weil, ganz einfach, wie ich dich kenne, du wirst die ganze Zeit sabbernd vor den Media Player sitzen und sabbern und ach ja, und sabbern, ja. Nee, den Spaß gönn ich mir. Mach ich mal eine Aufnahme. Und letztes Mal habe ich ja so leicht angedeutet, wie ich überhaupt die Aufnahme hier mache. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und zwar,
Mit der linken Hand steuere ich typisch WASD, also wie man das halt so kennt. Viele Shooter unter euch werden diese Tasten schon eingebrannt haben in den Fingerkuppen. Und mit der rechten Hand habe ich halt den Trackball in der Hand. Ja. Und mit der anderen Hand halte ich dann die Kamera fest und mit der nächsten anderen Hand, da kurbel ich die Kamera, dass der Film weiter transportiert wird. Und an der Stange halte ich das Mikro fest. Genau. So, hier 17 ist weg. Habe ich ein bisschen Silbereisen bekommen. Kennst du Florian Silbereisen oder ist der Jan Silbereisen? Keine Ahnung. Das ist so ein Sänger für Generation 500 plus. Ach so, okay. Hm? Nee, sowas kenne ich nicht. Tut mir leid. Schande über mich. Och, ich glaube, das ist eher eine Schande, wenn man es kennt. Ach so. Ja, also eher für mich schlimm. Also, du bist dann sozusagen eher nochmal Glück gehabt. Ja. So, refull. Guck mal, ob das funktioniert. Ah, tatsächlich. Oh, Mann, das ist ja mal Luxus. Gratis-Sprit. Hm? Das ist doch mal was angenehm mit Gratis-Sprit. Leute, Mensch. Stellt euch mal vor, jetzt im Real Life zur Tankstelle. Klickt einmal auf Refuel. Müsst ihr also noch nicht mal rumzapfen oder so. Und könnt danach direkterweise weiterfahren, ohne 7 Millionen Euro zu zahlen. Nur weil ihr einmal eine Tankfüllung macht. Hä? Bei den Spritpreisen heutzutage wäre das echt ein Wunder. Helene Fischer. Was für ein Ding? Helene Fischer. Ach so, die Helene Fischer. Ach so. Helene. Helene. Helene Fischer. Oh Gott, ey. Also wenn nicht. Gut, dann get out hier. Dann Lok Ural und dann Rinn mal hier. Ja, Moment. Ja, geh du mal hoch. Jojo, ich hab einen Zombie hinter mir. Der ist immer noch hinter mir. Du bist dir sicher, dass man rein kann? Hast du jetzt den Ural gelockt? Ja, hab ich gemacht. Dankeschön. Kommst du da nicht mehr raus? Nein. Du kommst nicht mehr raus aus dem Ural? Das ist ja mal cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben Sinn gefangen. Den freundlichen Herr aus der Hölle. Unlock Ural, dann komm mal raus. Ja. Ist ja geil. Dass hier noch das Auto kaputt macht. Das ist alles noch im grünen Bereich. Das ist Russentechnologie. Die hält ein bisschen was aus. Das ist hier nicht so ein... So eine Japan oder hier Ami-Karre oder so. Das, ja? Bisschen mehr Vertrauen. Da machst du mal Panzertape ran und dann fährst du wieder 80 Kilometer weiter. Ach so. Ja? Okay. Das ist halt ein bisschen robuster. So wie bei MacGyver. Ja? Kennst du noch, wa? MacGyver? Ja, MacGyver kenn ich, ja. Jetzt muss ich an diese tollen Synthesizer-Sounds denken bei der Intro-Musik. Nee, das ist nicht so, finde ich nicht so gerade spannend. Ich finde eher spannend, dass er aus einem Popel eine Bombe basteln kann. Ja, du hast aber eine wichtige Zutat vergessen. Ja, sein Messer. Nee, Zutat, nicht Werkzeug. Ja, was denn? Kaugummipapier. Ach, stimmt, ja. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Hätte man alles mit Kaugummipapier gemacht. Richtig. Ne? Hm? So, hier umwickelt in Kaugummipapier und dann aus irgendeinem Blatt konstruiert, dass da noch ein Zündmechanismus ist. Genau. Und deshalb da an ein Auto und dann drückt da irgendwas und dann geht das Auto in die Luft. Ja, nur durch diesen Popel. Genau. Mein lieber Mann, das muss mal jemand erstmal konstruieren. Sowas. Ja, der Mann hat, der hat Skills. Eindeutig. Ja. Der hat Skills. Hm? Der ist schon mega episch. Ja.
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oder doch? Oh oder. Nein. Warte. Scheiße. Kacke. Was denn los? Ich sag's lieber nicht. Du bist gestorben. Nein, nee, ich bin hätte nicht ich, gestorben. Dann hätte ich ja die Meldung. Dann hätte ich ja die Meldung. Du hast einen Achsbruch. Ah, der hat einen Achsbruch. Oh Gott. So. Ja, ja. Was für eine geile Karre. Jetzt noch die passende Musik dazu. Könnt ihr euch mal überlegen, was für Musik ihr da nimmt. Am besten so mit richtig fette Beats. Vielleicht entweder Hip-Hop oder R&B oder Dubstep-Karre. Das ist ein Dubstep-Flugzeug. Ja, holen wir die Sachen raus auf jeden Fall. We'll be right back.